Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Transport Fever, liebe Freunde. Ich mache direkt die Zeit an, denn wir wollen natürlich Geld verdienen irgendwie. In der letzten Folge haben wir einen neuen Zug gekauft. Hier das wunderschöne Teil, was hier hoch rast wie ein Irrer. Wie ein Wahnsinniger fährt er. Aber es ist auch ziemlich geil, muss man sagen. Einfach geil. Ich kann eure Kommentare leider nicht lesen oder beantworten oder sie befolgen, weil, wie gesagt, ich bin quasi jetzt gerade im Urlaub, wo ihr diese Folge seht. Und deshalb nehme ich im Bulk auf und kann halt die ganzen Tipps nicht anwenden, die ihr vielleicht darunter schreibt. Daher seht es mir nach. Es ist also immer noch an mir, was jetzt hier passiert. Leider, leider. Was tun? Alter, hier warten die Leute. Ey, guckt euch mal Linie 1 an, ne? Was wir da für Leute transportieren könnten. Richtig krass. Ich hoffe, Linie 2 wird dann mal jetzt auch mal ein bisschen voller. Also Biersackschlag steigen sie schon ganz gut ein. Hier in Neuenheiligen geht's so. Das scheint also, sie wollen alle raus aus Biersackschlag. Wieder 37, war eben schon. Also da ist auch nicht viel mehr geworden. Warum kann der nicht mehr wert sein, ey? Tja. Tja, 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 was machen? Warum macht Linie 5? Ah, jetzt wieder ein bisschen Plus. Linie 2, die Frequenz ist jetzt auch ordentlich runtergegangen. Hier hat immerhin 34, die auch wieder zurück wollen. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Hier steht aber jetzt irgendwie wieder gar niemand an. Oh Gott. Dafür habe ich hier so ein krasses Teil gebaut. Dann muss ich vielleicht zwei abhängen und hätte ich hier für den zwei mehr. Könnte man den mit 44. Das ist aber nicht 44. Ich will, dass er 10 Waggons hat. Mann. Ich brauche Geld. Ich cheat mir jetzt Geld. Kann man hier überhaupt cheaten? Nee, ne? Aber wahrscheinlich schon, aber natürlich cheaten wir nicht. Ist ja ganz klar. Aber trotzdem hätte ich gerne Geld jetzt mal. Irgendwie scheint sich das gerade nicht wirklich positiv auf unser Business auszuwirken, alles. Scheiß Eisenbahn, ey. Die hier, die muss weg. Muss einfach weg. Ich kann jetzt auch nicht. Ich kann jetzt. Das geht nicht. Ich kann nicht machen, dass ich die jetzt. Nee, das geht auf gar keinen Fall. Guck mal, die kostet jetzt 466.000 im Jahr. Das ist natürlich arg viel. Wenn ich jetzt eine neue kaufe, dann kostet sie auch 400.000. Hat aber keine Einnahmen. Weil ich da nur einen Waggon dranhängen kann. Weil ich nicht mehr Geld habe. Wenn ich da nur einen Waggon, dann sind da 11 Leute drin. Schon wieder 37. Was ist denn los da, Biersackschlag? Habt ihr das noch alle oder was? 37. Gib euch gleich 37, ey. Jetzt treffen die sich hier auch noch, oder wie? Da können parallel rein, ne? Ja, ja. Der mit 730 Leuten so viel Geld gemacht? Krass. Tja. Zahlen die dann auch mehr oder wie, wenn die in so einem krassen Zug sind? Kann das sein? Man weiß es nicht.
Aber er wird auch nicht schneller als 60, ne? Selbst ein Berg runter bleibt er auf 60. Ja, es tut sich gerade irgendwie nicht viel, ne? Wir nehmen nicht so wirklich viel ein. Gott. Die ganzen Straßenfahrzeuge müssen schon wieder ausgetauscht werden, oder wie? Wir haben bald das 19. Jahrhundert. Also, das 20. Jahrhundert. Entschuldigung. Das sind die Taxen. Das sind die Taxen. Das ist nicht wichtig. Aber hier, Linie 3. Das sind jetzt einige, die da schon wieder über den Zenit sind. Aber ich nehme halt gerade irgendwie nichts ein. Oh, 51. Aha. Es wird vielleicht langsam. Es wird vielleicht. Das wäre doch was. Also hier ist auf jeden Fall mal ein Ausschlag nach oben durch die Eisenbahn. Aber die Straße nimmt weniger ein. 200.000. Da waren wir mal bei 700.000, soweit ich weiß. Also das ist natürlich alles blöd. Hier, der schafft fast zweimal die Strecke, während er hier einmal die Strecke schafft. Das kommt natürlich auch noch hinzu. Natürlich müssen wir vielleicht nicht dieselbe Anzahl an Leuten generieren, aber das reicht trotzdem noch nicht. 47 jetzt auch wieder nach unten. Warte mal, was ich jetzt tue, ist schon mal so ein Abteilding kaufen. So. Zahle ich für den jetzt krasse Unterhaltskosten? Weil der ist doch eigentlich jetzt nur hier drin, oder? Also was kann ich jetzt noch kaufen? Ich könnte jetzt theoretisch, wenn ich die Kredite aufnehme, den Zug und noch zwei weitere kaufen. Das heißt, wir haben 33 auf der Strecke, die transportiert werden. Natürlich viel schneller als die. Aber ich bräuchte schon 44, um da irgendwie auf dieselbe Plus zu kommen, oder? Mal mindestens. Eher 55. Also noch 500.000 mehr. Das kann doch nicht sein, dass jetzt das jetzt daran hapert, ey. Ah, wir machen das jetzt. Wir lassen ihn jetzt dahin fahren, die Leute abliefern. Hier zurückfahren, die Leute abliefern, dann kommt er ins Depot. Und dann wird ein neuer Zug gemacht. Ende aus, Mickey Mouse, jetzt reicht's. Machen wir jetzt einfach. Wir schauen dann, was passiert. Kann sein, dass das ein großer Fehler wird. Kann sein, dass das eine richtig geile Aktion wird. Ah, Leute, ich bin gespannt. Ihr auch. Es muss ja mal ein bisschen Spannung rein hier in den ganzen Schmodder. Wahrscheinlich habt ihr mir auch in der letzten Folge geschrieben, warum das Ding hier nicht wächst. Kann ich nur leider nicht lesen. Vielleicht kann ich auch nichts dagegen tun. Vielleicht hat das einfach jetzt seine Kapazität erreicht. Wobei hier steht, Obergrenze 400 und Produktion 100, 120 ungefähr immer. Daher, I don't know. So, der kommt langsam an. Dein letztes Mal in Neuenheiligen, mein lieber kleiner Freund. Das ist doch mal was. Sag tschö. Und du hast was? 46, ne? Immerhin. Es wird vielleicht. Es wird. Wächst jetzt auch Biersackschlag krasser? Ja, ist auf 250 hoch. Immerhin. Ein bisschen was. So, und er bringt nochmal die Leute zurück. Und dann ist Schluss für dich. Wow, und hier fahren 51er wieder runter. Ah, schaukelt sich langsam hoch. Schaukelt sich langsam, aber sicher hoch. Ich weiß nicht, wie langsam der hier langfuckert. Es wird Zeit. Es wird echt Zeit, das Ding auszuwechseln. Es ist nur noch. Und es ist unter 100.000 wert, dieses alte Geömmel hier. Das alte Gehöft. Guckt euch das an. Meine letzte Tour!
Und das Schluss wird lustig. Was ich mich frage, ist der insgesamt, kann der doch nicht nur so wenig wert sein? Die ganzen Waggons müssen doch was wert sein, oder nicht? Das ist etwas, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ey. Und was hat das Ding gekostet? Warte mal, können wir nochmal gerade gucken. Da ist er noch im Angebot. Das Ding ist doch das, ne? 220. Ja, wobei. Dann wäre es nur um die Hälfte billiger. Nee, dann ist es wahrscheinlich mit dem Ding. Dann hat das wahrscheinlich, stimmt das schon. Da, 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 da. Ba, ba, bo, 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 bo. So, was ist hier? 54, neuer Rekord, der nach Neuenheiligen fährt. Und er hat jetzt seinen Dienst gleich getan. Er bringt uns nochmal 300.000 aufs Konto. Vielleicht können wir sogar noch einen Zug kaufen. Ohne Dings, wenn wir jetzt nicht Abzüge kriegen. Warte mal. Was haben die jetzt nach? Ach komm, ey. Ich hab jetzt noch die Abzüge gekriegt. Sonst hätte es gereicht. Es war ganz knapp. So. Ja, du kannst jetzt eh ins Depot. Du brauchst die Leute gar nicht erst mitnehmen. Zack. Weg mit dir. That's it for you, mein lieber Freund. Warte mal. Das ist aber jetzt knapp. Guckt euch das an, wir haben den 29, wir müssen jetzt gleich nochmal, wenn wir jetzt keine Dings zahlen müssten. Ich kauf schon mal das Ding. So, dann haben wir zwei Abteile, zack, zack. Ja, das dritte kriegen wir nicht, das vierte kriegen wir nicht. Kriegen wir nicht zusammen. Leider nicht. Da sind die Abzüge, leider nicht. Naja, okay. Dann gehst du auf Linie 1, tschüss, holst das Beste raus, hast jetzt nur drei Anhänger, 33 Leute, mehr können wir momentan einfach nicht machen. Und, Moment mal, wo ist denn jetzt? Hallo? Du, mein Freund, bist doch der Alte, du gehst zurück ins Depot. Bleibst du da drin? Was tut der denn da? Hey! Ab! Hör auf! Du Mistfink! Anhalten! Wenden! Ins Depot! Hör auf mit dem Scheiß, ey! Ich bring dich um! Du kostet nur Geld! Ich will dich verkaufen, du Scheißteil! Verkauf dich, ey. Ab, weg mit dir. So. Weg ist das Teil, ey. Das ist so. Jetzt sind wir zumindest mal befreit von den alten Dingern, ey. Das ist doch schon mal nicht ganz so schlecht. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir dem da, aber da müssen die auch wieder ins Depot. Das sind Einnahmebußen. Wenn ich dem jetzt welche abkopple. Das ist nicht geil. Das ist nicht geil. Aber hier warten jetzt auch 66. Der ist fast voll dann auch. Also es spricht sich langsam rum, dass ein Biersackschlag ganz gute Lebensmittel gibt. Und vielleicht Taschen und Schirme und andere lose Gegenstände. Ah ja, so, schauen wir mal. Wir warten ab. Also der hier wird natürlich jetzt immer voll sein, denke ich. Wobei hier wartet jetzt wieder niemand. Aber gut. Dann machen wir mal schnell hier. Wir versuchen immer einen neuen Zug zu kaufen. Mehr Gezit können wir nicht aufnehmen. Also neue Anhänger. Er dödelt nämlich jetzt, wie gesagt, halt nur mit diesen drei Teilen herum. Aber hier sind jetzt 71 Leute drin. Das ist nicht schlecht. Das gibt mal bestimmt 400.000 oder so. Und wenn wir da jetzt nicht so viel Minus haben, können wir da vielleicht direkt einen neuen kaufen. Aber wir schicken den erst wieder rein, wenn da zwei neue drin sind oder so. Sonst bringt das nichts. Aber es fühlt sich befreiend an. Guck mal, jetzt ist er schon voll. Zack. So, und wenn er jetzt ankommt, können wir ihn einkaufen. Wenn wir jetzt nicht die Abzüge kriegen. Na komm! Takabum. So, kaufen wir direkt 9. Züge kaufen, Abteilwagen kaufen. So.
Und weiter geht's. Und weiter geht's. Aber wie gesagt, ich hänge den jetzt noch nicht dran, weil das bringt ja nichts. Das sind diese Einnahmen. Einnahmebußen. Gibt's das Wort? Einnahmebußen? Ich hab gerade einen Blackout wahrscheinlich. Einnahme einbußen, ne? So. Naja, Willi, ey. Du bist auch wieder auf 180. Auf 180 ist er! So. Ich überlebe mir jetzt trotzdem gerade, den hier einzuführen. Aber nee, wir machen das, wenn zwei da sind. Habe ich mich jetzt schlussendlich entschieden. Und vielleicht, warte mal, wie viel sind hier drin? 52. Wenn er jetzt ankommt... Ja, jetzt gibt's wieder Abzüge, ne? Fuck you! Das reicht nicht, denke ich. Das wird nicht reichen, oder? Für 9? Doch! Aber der ist schon vorbei, ne? Der ist schon hier. Egal, reicht. Kaufen. So, 2 neue. Dann hat er schon 55 dran. Das ist doch schon mal eine durchaus bessere Lage, in der wir uns dann befinden. Und dann würde er auf dem Rückweg würde das kriegen. Hier sind wieder 11 weniger drin. Aber okay, das sind Fluktuationen, die eingeplant sind. Eigentlich könnten wir auch Biersackschlag und Matzenbach verbinden, ne? Hier einfach lang. Ist jetzt auch nicht so steil. Könnte man auch machen. Werde ich wahrscheinlich als nächstes machen. Bevor ich noch Waren mache. Ich denke, das macht Sinn. Macht sogar sehr viel Sinn. Lässt man eigentlich die Waren auch... Die brauchen ja einen Bahnhof, ne? Die macht man separat? Macht man ein separates Liniennetz? Ja, ne? Macht ja sonst keinen Sinn. Eigentlich. Vielleicht kann er deswegen nicht wachsen, weil hier kein Platz mehr für Felder ist. Guck mal. Hier sind ziemlich viele Felder drumherum. Schon. Wobei das bei allen, ne? Das ist bei allen. Wahrscheinlich ist da einfach komplett ausgelastet. Mehr geht einfach nicht. Wow, und der ist auch wieder auf 69. So, und du gehst jetzt rein. Mein alter Freund, warte mal. Wir müssen das jetzt mal, ich versuch mal. Der lädt jetzt aus. So. Das Geld habe ich bekommen. Und jetzt tue ich den direkt ins Depot. So. Dann bleiben die doch da stehen, ne? Dann werden die nicht eingeladen und kommen ins Nichts. Ich bin ein Cheater. So, einmal ins Depot, einmal die Dinger dran gehangen. Ja. Na. Was mache ich denn jetzt hier? Was ist das denn jetzt? Hallo? Du sollst nach vorne, ne? Okay. Ich glaube, so ist es richtig. So. Ja, nicht so einfach, das Ganze. Scheiße, vielleicht kriegen wir jetzt einen Zug. Ja, wobei, wir kriegen jetzt wieder Abzüge. Das reicht wahrscheinlich eh nicht. Nee, das hätte nicht gereicht, denke ich. Oder? Och, verdammt. Aber dann kaufen wir ihn jetzt schon mal. Ah, dann haben wir in der nächsten Runde nochmal 2 neue. Wir machen richtig guten Plus hier. Guten Plus. 40 sind jetzt wieder drin. So. Natürlich Angebot, Nachfrage. Die wissen jetzt, der Zug ist wieder länger geworden. Das heißt, da können wir wieder mehr mitfahren. Vielleicht kommen dann auch wieder mehr dabei. 82 hat Bayer unser Rekord. Und hier sind wieder 71. Also es wird. Langsam aber sicher
Leute. Und langsam aber sicher geht auch die Folge zu Ende, nämlich genau jetzt. Und da sage ich Dankeschön. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich melde mich nächste Woche hier wieder aus unserem schönen grünen Drei-Städte-Eck und sage Danke fürs Zuschauen, macht's gut. Euer Brilli.